Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Es geht endlich mal wieter weiter in Ranked. Und vor allem Stufe 5 finde ich übertrieben cool. Jo, und die Viribus Unitis, muss ich tatsächlich den Namen erstmal ablesen, ne? Ein Schiff, das ich auch erst einmal bewegt habe. Habe ich irgendwann mal aus dem Supercontainer auch gezogen, das Ding. Und ja, bin ich immer übertrieben gespannt, ne? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, jetzt nicht immer wieder auf 9 oder 10 die Stufen zu fahren. Dann auch mal wieder die kleinen Schiffe. Da gibt es ja auch eine Menge coole Sachen. Kongo macht auch übertrieben viel Spaß. Die Texas ist toll. Mal schauen. Ja, leider habe ich einen kleinen Ladebildschirm-Bug gehabt. Deswegen starte ich jetzt relativ spät in die Runde. Und nichtsdestotrotz. Ein DD ist schon tot. Geil. Nicht schlecht, Herr Specht. So, rechts lang fahren ist, glaube ich, okay. Kann dieses Schiff überhaupt nicht einordnen, ne? Umso gespannter bin ich, ja. Wie ein Schlüpferbandgummi. Bandgummi? Naja, man weiß, was ich meine, ne? Haben wir ein Reichweite, Kongo? Dankeschön. Attacke. Kommt auf jeden Fall eine Menge Kugeln in der Luft. Steuerung sieht auch echt gut aus. Gucken, ob das nur so Zufall war. Oder ob die generell sehr genau ist. Ja? Auf jeden Fall ziemlich interessant aus halt, ne? So klein und knuffig, aber dafür 4x3 Türme. Also 4x3 Rohre. Das ist echt ganz geil. Jaguar. Täuscht sie nur an oder fährst du jetzt wirklich rückwärts? Halt nur rückwärts zu fahren. Dann schießen wir, oder? Jo. Oh ja, mal hin, 2,5. Immerhin. Oh. Nick. Nick. Sollte mal aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viele Ziele gleichzeitig vor mir habe. Denn doch leicht unterbesetzt. Rio de Janeiro sagt mir aber auch gar nichts, das Ding, ja. Hier dreht ein, mal schauen. Ah, vielleicht. Ne, oder? Oh ja, immerhin 2,8. Immerhin, immerhin. Oh, jeweils ein DD verloren. Das ist nicht ganz so geil. Jaguar hat auch kaum noch was an Leben. Oh, hier habe ich, glaube ich, eine ganz coole Position gerade. Nachladezeit ist halt so eine Sache, ne? Nicht ein. Halt. Warte ich jetzt auch nicht so sehr lange. Einfach ballern. 4000, okay. Wo könnte da gleich rumkommen? Ich mal weiterfahren. Ah, nach der Zeit bei den Mumpeln an der Menge an Mumpeln, die man so in die Luft bringt, ist es natürlich klar, dass die Nachladezeit ein bisschen heftiger ist, ne? Die sind auch echt ein bisschen zu stark. Nicht so wäre. So, vielleicht jetzt Dieter auf die Kongo. Oh, 15.000. Das ist auch okay. Langsamer werden. Vielleicht bekomme ich noch eine Salve raus. Wo die Kongo rückwärts wieder hinter der Insel verschwindet. Aber ich glaube, das wird nichts. Komm schon. Tü-tü-tü-tü-tü. Mal gucken. Inselwarnung kam noch nicht. Ah, schade, hat nicht ganz gereicht. Oh, das Ding scheint ganz gut Schaden zu machen hier. Sieht hier eigentlich, was für ein Kaliber ich hier habe? 305 mm. Oh, für Stufe 5, warum nicht, wa? Auf jeden Fall ist er jetzt dead. Jaguar spottet mich. Ah ne, könnten auch jetzt die Tiger gewesen sein. Hier warte ich jetzt mal noch kurz. Sie bleibt ja gespottet. Und? Oh, schade.
Habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Oh, das Ding scheint echt Spaß zu machen hier. So für die Momentaufnahme zumindest. Beschleunigt auch relativ gut vorwärts, ne? Ich komme jetzt hier noch rüber. Oh, gerade so noch gespottet gewesen, die Tiger. Oh, wieder ganz gut schauen, aber leider wieder keine Zitadelle. Oh, das sieht trotzdem ganz gut aus für uns. Kann sich alles noch ändern, klar. Aber momentan halt. Ich fahre mal hier rein. Den Bogen, da fahre ich jetzt nicht. Die Kira wird jetzt hier schön C einnehmen. Gut, dass ich hier lieber Rio de Janeiro helfe. So, Oktoberrevolution steht hier geil. Ne? Ich sehe nur blöderweise nichts. Jetzt auch ein bisschen weg, oder? Mal schauen. Boah, schönes Ding. Scheint echt ein ganz cooler Kahn zu sein. Die paar Salven, 67.000 Schaden. Leider, wie gesagt, keine Zitadelle. Habe ich jetzt nicht ganz so viel Glück gehabt. Aber wir werden auf jeden Fall gleich noch eine zweite Runde ranhängen. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Tiger. Ist langsamer, ne? Okay. So, er sollte jetzt aber tot sein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gleich mal vergleichen tatsächlich mit der Texas. Ich weiß gar nicht, was sie für Kaliber hatte. Oh, super unspektakulär zum ersten Sieg, ne? Schon mehr oder weniger geschenkt hier, der Sieg. So, Mitleid zieht er vielleicht nochmal. Ja, aber wenigstens noch ein Kill. Ah, jetzt dauert es halt auch nicht mehr lange bis zur Shikishima. Oh, ich freue mich, ich freue mich. So, bevor ich das vergesse, werde ich mal kurz gucken und vergleichen mit der Texas. Wo ist sie denn? Da ist er doch. N56. Ah ja, okay. Die hat dann doch ein bisschen mehr Wumms. Aber hier ist halt auch jetzt nichts Besonderes geskillt, ne? Der Elfer-Kapitän. Nö, und so. Aber nichtsdestotrotz. Oh, wir können ja mal kurz gucken. Das hier so in der Teamwertung war. 1-1. Boah, ja. Boah, ja. Ah, ich glaube, auf Stufe 5 kann man ja jetzt auch keine 2K Base EP oder sowas großartig erwarten mit dem Schlachtschiff. Du bist halt sehr, sehr langsam auf der Stufe, ne? Das ist halt immer so. Aber naja. Ein Schluck ist noch drin. Ein bisschen Water. Ein bisschen Water. Bin mal gespannt, ob man das jetzt bestätigen kann, ob das Schiff wirklich cool ist. Der erste Eindruck ist jetzt echt mehr als nur positiv. Sehr cool sogar, wirklich. Cooles Schiff. Ich glaube, mit dem Kaliber ist dann eher so ein Kreuzer-Ding, ne? Schlachtschiffe werden dann wohl doch sehr nah dran sein müssen, damit man dort auch eine Zitadelle trifft. Höchstwahrscheinlich. Oder ich habe einfach nur Pech gehabt gerade. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen höher zielen müssen. Zwecks Ballistik. Mal schauen. Genau. So, und gucken wir mal Richtung C. Oh, was habe ich jetzt überhaupt für eine? Ich hätte es hier auch nochmal mit bei. 16 Kilometer. Na gut, ist jetzt auch nicht ganz so geil. Ja? Ich muss halt schon so ein bisschen ran. Aber vielleicht ein bisschen mit Deckung der Insel hier. Schade, dass die Mods halt auch noch nicht funktionieren. Ne? Sonst hätte ich ja jetzt hier oben schön die Anzeige, was für Schiffe bei sind. Machen wir halt so. Ah, ich glaube, hier sind sehr leichten Kreuzer. Dafür könnte das Kaliber halt mega cool sein, ne? Mal schauen. Das Ding hat ja aber auch Spaß gemacht, ne? Die ganzen Kanonen hier drauf.
Wochopnik. Auch ein ganz cooler DD. Also für den direkten Nahkampf ist ja Wahnsinn, was der da abgehen kann. Das ist schon ganz cool. Vielleicht auch nochmal eine Runde mitdrehen. Deswegen, wie gesagt, ich finde es ganz cool mit Stufe 5. Weil wann bewegt man mal irgendwie Schiffe auf Stufe 5? Also ich sehr, sehr selten. Umso cooler ist es, dass man jetzt Ranked in Stufe 5 fahren kann. Mal gucken, wie denn die Silberliga ist, ob es dort wieder höher geht. Was auch ganz cool wäre, wir sind aus dem Kopf gar nicht so wirklich, was ich für Stufe 6 so geil ist, aber bis auf die Graf Spee. Sie jetzt gar nicht so genau. Mal gucken, mal gucken. Was machen wir dann die Nikola? Sie smokt sich doch da jetzt bestimmt, oder? Also bleibt stehen. Verdammt! Voll verkackt. Fährt vielleicht wieder vorwärts. Ah, schade. Timing war jetzt nicht ganz so cool. Aber hätte ja sein können. Ne? Hätte Fahrradkette. Dabei fällt mir, ich muss meine Kette wieder sauber machen. Ist ja alt Vor- und Nachteile. Ach so, ganz unbeschwert mit guter Laune hier wieder reinzugehen in Ranked. Das fühlt sich echt gut an, ne? So, Spot of the Nicholas wäre ganz geil. Er muss halt natürlich stark aufpassen. Er macht es ja vollkommen richtig. Da jetzt nicht reinrushen. Umso schneller wir ihn verlieren, umso schlechter ist es für uns. Ja, wir haben den einen DD. Ob die Kongo gleich was spottet? Da stehen, dreht weg. Das war das bessere Ziel gerade für mich. Okay. Nett. Nett, nett. Vielleicht noch ein bisschen besseren Winkel hier bekommen. Und bleibt noch ein bisschen offen. So, vielleicht. Kleines bisschen tiefer. Die Ballistik ist halt dann doch schon stark, ne? Bisschen weiter hinten hätte ich zielen müssen. Trotzdem 12.000, nett. Jo, tolles Schiff. Definitiv. Boah, die Kongo, ich muss nochmal hindrehen. Oh. So, vielleicht. Na, ich weiß halt nicht, ob das Kaliber ausreicht auf der Distanz. Oh, diese Bündelung ist aber gerade sehr schön. Schön mittig rein in die Kongo. Und immerhin 13.000. Ah, ich glaube, zum Durchschlagen reicht es nicht ganz aus für 305 mm auf dem Schlachtschiff. Das kann ja jetzt nicht nur noch Pech sein, oder was? Aber wer weiß das schon so genau? Muss nochmal eindrehen, wenigstens ein bisschen langsamer werden. Einfach mal Pi mal Daumen. Halt. Pi mal Daumen funktioniert halt auch nicht immer, ne? So, jetzt habe ich halt leider nur die vorderen Türme. Aber mal schauen. Was war denn so tolles? Mich selbst zu beschießen. Bisschen langsamer werden. Nicht mal getroffen, okay. So, jetzt hier nicht reinrushen. Wir haben jetzt zwei Caps. Alles gut. Die Kongo fährt halt voll Leute breit, ne? Jetzt bin ich von Nikolas wieder offen. Ach nee, guck mal hier. Boah, ich muss Breitseite zeigen. Ich geht ja das. Boah, Spalla. Da! Komm schon! Und wieder einlenken. Schnell, schnell, schnell! Ein Treffer! Drei Treffer. Gut. Habe ich mir jetzt auch wieder ein bisschen mehr erhofft, ne? Ja, Nikolas, die hatte auf jeden Fall sehr kurze Torps. Was sind das hier? Kilometer? Ich glaube, die hatte nur 6 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere. Ach, Zerstörer auf der Stufe ist halt echt so eine Sache. Zumindest die aus der normalen Forschungslinie.
Jedoch. Ah. Mal hin. Teamkill. Immerhin, immerhin. Wow, 53.000 Schaden bei 32 Kugeln. Kann man jetzt nicht wirklich meckern, oder? Ja, immerhin ist Stufe 5. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Drehe mich rechts aus. Aua. Das hat wehgetan. Schön, wenn die Nikolas aufgehen würde, ne? Aber ich glaube, die Ojate kriegt das nicht gespottet. Spottet mich denn jetzt überhaupt? Achso, das ist ja noch die. Inuit ist da hinten. Ich würde gerne noch mal kurz unsichtbar werden wollen. Torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard. Sehr gut. Oh, wow. Ein bisschen zu aggressiv jetzt nach vorne gefahren. Das wird jetzt schwierig. Nächste nochmal 3000 und einen Turm kaputt gemacht. Oh, 36 Sekunden noch. Schwein gehabt, nur die Türme getroffen. Oh, Schwein gehabt. Abpraller. Jetzt ist die Exeter halt da ein sehr schönes Ziel. Boah, Frontal 8000? Mann, ist das ein tolles Schiff. Hält ja nur nichts aus, ne? Schöne Kanone aus Glas. Ah. Jetzt mal gleich in die Insel. Our team has taken the lead. Neither impossible nor impassable. Da jetzt durch. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus. Und 2,8 und wieder ein Großkaliber gemacht. Mal warum nicht? Komm, geh nochmal auf, geh nochmal auf, geh nochmal auf. Bitte, danke, gern geschehen. Schade. Endtreffer. Rüber hier. Ausprobieren. Jo, gerade so. Deswegen manchmal nicht lange überlegen, einfach machen. Sich aber nicht gelohnt. Schade. Oh, die wird jetzt auch eine Weile zubleiben. Ioannidis. Na, kann ich mich gleich nochmal heilen? Oh, wir sind ja auch noch die beiden Schlachtschiffe halt hier, ne? Oh. Na, ich werde mal doch lieber gucken, dass ich mich anders auslege. Hat die Kongo noch ein Leben? Auch nicht mehr viel. Ah, schwierig, schwierig. Aber bevor ich jetzt hier vorfahre, brauche ich auf jeden Fall mehr Leben. Das wird echt schwierig. Maybehead. Ah, wer weiß, wo sie halt ist, ne? Aber sie müssen halt definitiv in den Cap reinfahren. Wird man jetzt hier das Ganze versuchen zu umfahren? Kann ich mich nochmal heilen vielleicht? Zeit schinden. Punkte laufen ja schön für uns hoch. Das passt ganz gut. Ich glaube, ich bleibe hier doch stehen. Bis ich da hinten rumgefahren bin. Ah. Zeitchen. Ja. Eine Minute und dann kann ich mir erstmal wieder ein bisschen heilen. Dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus. Hier blöde rumstehen ist halt auch so eine Sache, ne? Nee, 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 nee. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an.
Komm, das muss jetzt aber sitzen, das Ding. Vielleicht nicht weit genug vorgehalten. Ah, trotzdem eine Zigarette. Das Volk auf jeden Fall nicht weiterfahren. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall. Nein! Geh wieder auf! Ah, verdammte Axt! Kongo Sport! Scheißendreck! Warte mal, irgendwo. Irgendwo da. Ah, schade. Jetzt geht sie natürlich auf. Na, natürlich, klar. Nö, ist schön. Upsi. Das war's jetzt mit mir. Das war's nicht mit mir. Mann, hab ich eine Suppe. Boah, lecker bei Schweinger gerade. Nicht schlecht. 100.000 Schaden? Kann man machen. Kann man machen. Ja, noch so ein bisschen drauf eingespielt auf dem Ding hier, ne? Das ist echt ein tolles Schiff, meine Güte. Oh, kapitänstechnisch kann ich jetzt noch nichts machen. Oh, ich habe hier so ein paar Containerse. Dann machen wir die da gleich nochmal auf, ne? Naja, gut. Oh, 11.500 Kapitäns-EP ist nicht so verkehrt, ne? Muss noch mal kurz schauen. Ich glaube, es sind nur noch zweimal die Belohnung für Stahl und dann reicht das, glaube ich, schon. Wenn das nicht immer so übelst lecken würde hier in dem Spiel. Also Menüführung, Menüperformance ist in dem Spiel echt eine 5 minus, so. Das ist nun mal leider so. So, Schiffe. Dauert. Und mir fehlen noch 658. Ah, dreimal die Belohnung holen. Dauert nicht mehr lange, ne? Und dann kann man mal schauen. Upsala. Mal schön das Mikrofon weggehauen. Auch nicht schlecht. Schön mal schauen, was man noch so für Schiffe ausprobiert. Die Kongo war ja auch immer ganz cool, ne? Ja, die. Mal schauen. Auf jeden Fall ist das hier echt ein tolles Schiff. Für die Stufe. Macht Spaß. Und wow. Mit den Worten. Wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.